Bei der intuitiven Testfallermittlung fokussiert man auf mögliche Fehlhandlungen, Fehlerzuständen und Fehlerwirkungen, welche Tester aufgrund ihres Wissens oder ihrer Erfahrung vermuten. Dabei geht man Fragen nach wie: Wie hat die Anwendung früher funktioniert? Welche Fehlhandlungen machen die Entwickler üblicherweise? Welche Fehlerwirkungen sind in anderen Anwendungen aufgetreten? Die intuitive Testfallermittlung entwickelt im Rahmen der Testdurchführung zu Beginn die Testfälle, um diese direkt im Nachgang auszuführen. Dabei kommen auch Cheat-Sheets, wie rechts abgebildet, gerne zum Einsatz, welche strukturiert nach Themengebieten Hilfen, Informationen oder eine Liste von Tools anbieten, um zentrale Tests zu unterstützen und die intuitive Testfallableitung zu erleichtern. Beim explorativen Testen werden informelle, nicht vordefinierte Tests während der Testdurchführung dynamisch entworfen, ausgeführt, aufgezeichnet und ausgewertet. Dabei werden die Testergebnisse genutzt, um mehr über das Testobjekt zu erfahren und Tests für die Bereiche zu vertiefen, die intensiveres Testen erfordern. Eine weitere Möglichkeit zur Strukturierung explorativer Tests ist übrigens das sitzungsbasierte Testen. Beim sitzungsbasierten Testen oder Session-Based Testing werden explorative Tests innerhalb eines definierten Zeitfensters, Timeboxed Test Sessions, bzw. innerhalb einer Testsitzung durchgeführt. Dabei nutzen die Tester eine Testcharta mit festgelegten Testzielen, die sie beim Testen anleiten. Tester können Sitzungsblätter, das heißt Session Sheets auch oft, verwenden, um die ausgeführten Testschritte und ihre Ergebnisse zu dokumentieren. Die generelle Vorgehensweise besteht beim sitzungsbasierten Testen aus 5 wesentlichen Aufgaben. Erstens die Erstellung einer Testcharta. Dies erfolgt bereits in der Testanalyse. Zweitens das Testobjekt erforschen und dabei Testfälle identifizieren und durchführen. Daher rührt auch der Name exploratives Testen. Drittens, die Ergebnisse eines Testfalls beeinflussen die Erstellung und Ausführung weiterer Testfälle. Sollte beispielsweise bei einem Modul eine Fehlerwirkung erkennbar sein, so wird man in diesem Bereich die Testintensität erhöhen, obschon dies vielleicht zunächst nicht angedacht war. Das Testvorgehen ist hier also reaktiv. Viertens, während des Testens entsteht ein mentales Modell des Testobjekts. Der Tester lernt also, was das Testobjekt leistet und was von ihm zu erwarten ist. Fünftens, danach testet der Tester weiter gegen dieses mentale Modell, welches zuvor gerade entstanden ist. Die Einsatzmöglichkeiten dieses Testverfahrens sind vielfältig und oft rettet dieses Verfahren, wenn man mit den üblichen systematischen Verfahren nicht weiterkommt, wie beispielsweise: Es gibt keine Testbasis bzw. die Testbasis ist ungenügend oder veraltet, sodass viele Testverfahren gar nicht genutzt werden können. Testen findet unter hohem Zeitdruck statt. Es steht wenig Zeit für die Vorbereitung, also für den Testentwurf und die Testrealisierung zur Verfügung. Diese Situation findet man oft in der agilen Entwicklung vor. Andere systematische Testverfahren sollen ergänzt werden, denn nur auf diesem Wege lässt sich noch die Testintensität steigern. Es soll sichergestellt werden, dass die schwerwiegendsten Fehlerzustände gefunden werden. Anwender und Power-User sollen in den Testprozess einbezogen werden, zum Beispiel bei Benutzerabnahmetests, um von deren langjährigen Erfahrungen zu profitieren. Hier sieht man ein Beispieldokument, wobei die linke Dokumentenhälfte einer Testcharta und die rechte Dokumentenhälfte einem Session-Sheet entspricht. Auf der linken Seite beschreibt die Testcharta allgemeine Daten mit der Auftragsbeschreibung, die zu prüfenden Bereiche und Zeitangaben zur Sitzung. Ferner findet sich oft eine Darstellung der Aufgabenstrukturierung, aufgeteilt nach den Arbeitsabschnitten, wie Sitzungsvorbereitung, Testdesign, Testdurchführung, Fehleruntersuchung und Dokumentation und so weiter, sowie Informationen über zugelassene Testdaten. Das Session Sheet auf der rechten Seite dient der Dokumentation und Protokollierung der einzelnen Testschritte, Analyseergebnisse und weiteren Erkenntnissen, Schlussfolgerungen und Fragestellungen. Natürlich sind hier auch die ermittelten Defekte zu dokumentieren, wie im Abschnitt Bugs zu sehen.
Oft sind die Session Sheets auch handschriftlich verfasst, wie dieses Beispiel zeigt. Dies geschieht vor allem, wenn bei der Prüfung des Testobjekts eine direkte Eingabe in ein IT-gestütztes Testmanagement-Werkzeug nicht möglich ist. Bei intuitiven und explorativen Tests besteht oft die Gefahr, dass man schlecht erkennen kann, wo nun die Unterschiede zwischen beiden Verfahren liegen. Klingen doch die Erläuterungen zunächst ziemlich ähnlich. Hierzu habe ich eine Tabelle mit 5 markanten Unterschieden erstellt, welche eine gute Zuordnung, ob intuitiv oder explorativ, zulassen. Die Art der Testfallentwicklung ist ein guter Indikator, denn beim intuitiven Testen wird der komplette Test zwar in der Testdurchführung, aber vor dem eigentlichen Ausführen vollständig entwickelt, während beim explorativen Testen immer nur schrittweise der Test weiterentwickelt und dann ausgeführt wird. Anders macht dies auch hier keinen Sinn, denn der explorative Test ist ein vollständig reaktives Testvorgehen. Wenn von einer Testcharta oder von sitzungsbasierten Testen die Rede ist, dann ist dies eine klare Tendenz hin zum explorativen Testen. Die Testbasis fokussiert beim intuitiven Testen auf das Wissen oder die Erfahrung zu den 3 Fehlerarten, Fehlhandlung, Fehlerzustand und Fehlerwirkung bezüglich des Testobjekts, wobei beim explorativen Testen das Wissen, die Erfahrung und die Erkenntnisse der Tester bezüglich Bedienung, Risiken, Betrieb etc. des Testobjekts oder eines vergleichbaren Testobjekts relevant ist. Beide Verfahren wollen Fehler finden. Wichtig ist aber, dass beim explorativen Testen auch das Lernen und mehr über das Testobjekt zu erfahren eine große Bedeutung spielt. Wenn also Lernen oder neue Testfelder ermitteln im Testfokus steht, spricht das für exploratives Testen.